Ein Treffen zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und SPÖ-Parteivorsitzendem Andreas Babler am Freitag hat keine Annäherung der beiden Parteien gebracht. Babler hat im Anschluss einmal mehr eine Koalition mit den Freiheitlichen kategorisch ausgeschlossen. Dieses Gespräch, das knapp 30 Minuten gedauert hat, das wird Sie nicht überraschen, hat weder meine Meinung noch unsere Meinung zu Herbert Kickl und der FPÖ geändert. Für mich steht fest, und ich sage das hier als aufrechter Demokrat in aller Klarheit, mit der gesamten FPÖ ist kein demokratischer Staat in einer Regierung zu machen, unabhängig von der Person des Obmann Herbert Kickl. Als Gründe nannte Babler enge Kontakte der Partei zu rechtsextremen Gruppierungen inklusive der Identitären, das Infragestellen der Menschenrechte, das FPÖ-Vorbild Ungarn, die Gefährdung von Frauenrechten, radikale Positionen und die bisherige Bilanz der Freiheitlichen als Regierungspartei. An dem Tag, an dem eine Koalition zwischen der SPÖ und der FPÖ vorstellbar wäre, wäre die FPÖ nicht mehr die FPÖ. Und mir ist genauso bewusst wie Ihnen allen, dass die FPÖ 1,4 Millionen Stimmen auf sich vereinigen konnte. Und mir ist genauso bewusst, dass 3,5 Millionen Menschen die FPÖ nicht gewählt haben. Entscheidend ist aber jetzt, ob und mit wem sich eine parlamentarische Mehrheit bilden lässt. Das Motto muss sein, Zusammenarbeit statt Spaltung, damit die Menschen in Österreich wieder gewinnen. Zu den Gesprächen mit den potenziellen Koalitionspartnern ÖVP, Neos und Grünen wollte Babler nichts sagen.